So, weiter geht's mit Assassin's Creed 3. Ja, wir haben jetzt den Benjamin da befreit gehabt. Was ich dieses Mal vorhatte, ist eigentlich einmal mal den Animus zu verlassen, um zu gucken, was alles auf uns wartet, ob wir schon genug Informationen haben, dass sich hier was tut. Siehe da. Sieht alles ziemlich technologisch aus. Erhaltene Nachrichten. Pech-Notizen. Was ich verändert habe, sollte er Wir heißen, weil einige aus den anderen Zellen mitgeholfen haben. Das Zielsystem wurde modifiziert. Ah, okay, das sind alles so Sachen wie, was sich im Spiel selber verändert hat. Ganz nett soweit, aber klaut Ach, alles Zeit. Mögliche. Wenn du in Aktion bist, müssen wir dich im Auge behalten. Und in Kontakt bleiben. Ein paar Sicherheitssysteme hacken reicht nicht. Danke. Für was? Ich weiß nicht, für alles. Du hast viel für mich geopfert. Du und Sean auch. Hast den Animus aufgerüstet, mich trainiert, mir aus dem Koma geholfen. Ja, nett, oder? Du steckst so viel Arbeit in die Datenbank. Hast bei Clays Rätseln geholfen. Ich weiß, es war nicht unbedingt leicht, mit mir zu arbeiten. Das tut mir auch leid. Und ich wollte nur sagen, dass ich, auch wenn ich es nicht zeige, das alles wirklich zu schätzen weiß. Okay. Da ist nicht wirklich viel passiert. Ja? Ich dachte nur, ich sag mal, hi. Du hast im Moment doch viel wichtigere Dinge zu tun. Oh, Dad. Was soll ich denn bitte schön sagen? Ich weiß nicht. Hi, Sohn. Wie geht's dir? Was machst du so? Ich weiß, was du so machst. Nichts. Du hast in einem dreckigen Apartment mit sinnlosen Jobs rumgegammelt, während der Rest von uns gekämpft hat, um etwas zu erreichen. Du bist so ein Arschloch. Oh, du denkst daran, mich nochmal zu schlagen. Aber dieses Mal schlage ich zurück. Okay. Gehen wir wieder an die Arbeit, okay? Mehr sagt er wahrscheinlich nicht. Aber schon mal gut zu wissen. Und er hier. Sieh fängt dir einfach das davor. Mal an. Was ist das? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, ein Countdown. Und der Symbolik nach zu urteilen, kann man wohl sagen, wenn der hier leer ist, beginnt das Ende. Okay. Ehrliche Antwort, Desmond. Glaubst du, wir kommen da lebend raus? Ich weiß es nicht. Ich meine, es ist sehr viel verlangt. Wenn die die Welt nicht retten konnten, wie zum Teufel sollen wir es dann schaffen? Wir haben noch Zeit. Wir haben weniger als 2 Monate. Die hatten Jahrzehnte und viel mehr Ressourcen. Und das Schlimmste, wir wussten, dass es so kommt. Seit Jahrhunderten. Geschichte wiederholt sich. Die erste Zivilisation war so in den Krieg gegen uns vertieft, dass niemand merkte, was passieren würde. Wir wurden vorgewarnt und stürzten in den Krieg gegen die Templer. Super. Hoffentlich wird das, was hinter der Tür liegt, etwas ändern können. Und wenn nicht? Naja, wir haben es wenigstens versucht. Ja, da haben wir auch nur so ein kleines geschichtliches Update bekommen. Tut mir leid, wenn ich ab und zu ein bisschen schweige, aber ich möchte, dass ihr auch etwas versteht und mitbekommt. Schauen wir, hier gibt es nicht viel. Okay, Fehler, glaube ich. Ja, war ein einfacher Fehler. Ganz leicht. Wo ist denn der Animus? Animus. Animus? Okay. Ist ganz locker aufgebaut. Hier gibt es nichts. Einfach mal ein bisschen umschauen. Ich meine, kann ja nicht schaden. Nachher finden wir hier irgendwo irgendetwas. Hier geht es zum Beispiel hier lang. Das sieht schon fast so aus, als würde sich das hier bald öffnen, falls wir etwas Bestimmtes schaffen. Und ja. Auch nicht schlecht. Einfach mal so.
mal hier drüben nach. Hier geht's in die Tiefe. Da gehe ich jetzt mal nicht hin. Da gibt's auch nichts. Wow. Kleiner Bug. Ja, wir laufen gegen die Wand. Da will ich jetzt mal hin. Hier geht's weiter. Definitiv müssen wir hier am Ende irgendetwas machen, aber ich möchte einfach nur mal wissen, ob wir jetzt schon etwas in Erfahrung bringen können. Wow. Aber vorweg nehmen will ich auch nichts. Okay, wir sind wenigstens schon oben. Hier wollte ich auch hin. Stimmt, jetzt weiß ich, womit das Adlergewehr geht. Wunderbar. Es war den linken Stick hineindrücken. Aber wir können, wie gesagt, hier nichts machen. Und deswegen werde ich einfach mal wieder so. Einfach wieder runtersteigen. Ich frage mich, ob wir... Ne, da geht es noch eine Etage tiefer, aber da gehe ich dann hin, wenn es denn soweit ist. Und ich würde sagen, wir gehen wieder in den Animus und machen unsere Missionen weiter als Haytham Kenway. Als der, wo ich sage, dass er immer noch nicht der ist, den wir hauptmäßig spielen werden. Ich gehe jetzt einfach mal rein, wir haben kaum Kohle, wir wissen eigentlich noch nichts über die Stadt, deswegen verfolge ich erstmal nur ein paar Missionen und weiche dann später mal ab. Auch so kleinere Sachen. Johnson erzählte von eurem Plan. Wie es scheint, ist der Mann, der mich entführt hat, derselbe, den ihr sucht. Sein Name ist Cyrus Thatcher. Das ist unser Sklavenhändler? Vertraut nicht seiner Silberzunge. Eine teuflischere Kreatur habe ich nie gesehen. Könnt ihr mir von seinem Treiben erzählen? Er hat mindestens 100 Männer. Über die Hälfte sind Rotröcke. Nur für ein paar Sklaven? Kaum. Der Mann ist Kommandant der königlichen Truppen. Und er leitet das Southgate fort. Dann müssen wir dort hinein. Lass mich nachdenken. Inzwischen kümmere ich mich um unseren letzten Rekruten. John Pinkham ist unser Mann. Ich bringe euch zu ihm. Na dann, holen wir unseren letzten Rekruten. Oh. Capitano. Was ist euer Begehr? Neuer Rekrut. Frisches Kanonenfutter, hm? Dann rein da. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr vergessen, Sir? Ich stehe unter Befehl von General Brad. Wenn ich nicht für euch arbeite, natürlich. Ja, korrekt. Wenn wir ein bisschen Connection haben, kann uns das nicht schaden. Oh, sorry, Bro. War nicht extra. Wir machen uns wieder auf den Weg. Kein automatisches Gehen, das nervt mich am meisten. Aber wir werden sicherlich gleich kämpfen müssen irgendwie. Verräterisch. Nennt mir einen Grund, warum ich euch nicht hier und jetzt töten sollte. Wolltet ihr euch denn ankündigen? Oder dachtet ihr, eure Ankunft bliebe unbemerkt? Erlaubt mir bitte eine Erklärung. Aber natürlich. Ich würde zu gerne eine hören. Ich bin nicht desertiert, Sir. Ich bin hier auf Commander Amhersts Befehl. Zeigt mir einen Brief mit seinem Siegel und euch bleibt der Galgen erspart. So etwas habe ich nicht. Die Natur meiner Arbeit, Sir, sie... Sie wird besser nicht zu Papier gebracht. Haytham!
General Braddock. Ich sollte wohl nicht überrascht sein. Wölfe wandern oft im Rudel. Master Pitcairn wird nur für ein paar Wochen weg sein. Ich bringe ihn zu seinem Posten zurück, wenn unser Werk vollbracht ist. Zweifellos das Werk des Teufels. Schlimm genug, dass meine Vorgesetzten mich Charles für euch abstellen ließen. Von diesem Verräter war nie die Rede. Den bekommt ihr nicht. Edward, seid doch vernünftig. Wir sind hier fertig. Geleitet die Herren hinaus. Ja, er redet ihn bei seinem Vornamen an. Tja, das lief nicht ganz wie erwartet. Kaum zu glauben, dass ich ihn einst Bruder nannte. Aha. Was nun? Sie werden uns verjagen, wenn wir umkehren. Das war's hier für uns. Wie es das Glück will, für Sie auch. Kommt mit. Okay. Was und schon ihr? Müssen wir wieder Master sneaken. Was? Ihr werdet sehen. Nun, wenn ich das Signal gebe, lenkt ihr Braddocks Patrouille ab und lockt sie in eine Sackgasse. Auf die Marlboro. Nein, die Bewohner sind zu zufrieden. Schöne Häuser, ein unbeschwertes Leben. Was ist mit Lynn oder Ship Street? So, wir werden hier auf der Karte ist ein Aussichtspunkt verzeichnet, den nehme ich erst nach der Mission ein. Oh je. Yeah. Sperrgebiet hört sich nicht gut an. Ach so, ne, das war einfach nur um die herum. Das haben die auch cool gemacht. Immer wenn man jetzt an so eine Ecke kommt, schützt er sich da quasi, geht in Deckung und ja, so kann man halt besser um die Ecken schauen. Ganz einfach geregelt. Haben sie schön gemacht. Oder allgemein auch die Dynamik, Entschuldigung, verbessert im Allgemeinen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie wir das handeln werden. Oi! Diebe und Halunken seid ihr allesamt! Ich spucke auf euch und euren Krieg! Das ist auch einfach... Naja, damals wurde man für Kotwerfen noch getötet, wie wir sehen. Lass den gehen, Edward. Ach, ihr wieder. Lasst uns gehen. Und John Pitcairn mit uns. Meine Autorität lasse ich nicht untergraben. Ich auch nicht. Das heißt, es wird gekämpft. Legt sie alle in Ketten. Ich lege dich gleich in Ketten. Verdrücke ich mich hier die ganze Zeit. Ganz einfache Geschichte, würde ich sagen. Ah, komm schon. Ja. Ich zügle meine Hand, weil ihr einst mein Bruder wart. Und ein besserer Mann dazu. Doch kreuzen sich unsere Wege wieder. Ist alle Gnade vergessen. Ihr seid frei, John. Verräter! Geht ruhig! Schließt euch diesem Narrenplan an! Und liegt ihr irgendwann gebrochen. Ich vermute, ihr habt gute Gründe für diesen ganzen Wahnsinn. Was versprecht ihr euch von mir? Ich erkläre alles auf dem Weg. Ah, Entschuldigung. Der Soldat. Ja, haben wir nicht viel geschafft. Wie gesagt, das wäre wieder etwas zum Nachholen nach diesem Let's Play. Wie im letzten Part schon angesprochen.
Weil da haben wir es ja auch schon nicht wirklich hinbekommen. So. Ich würde sagen, wir gucken nochmal, ob wir irgendwas Neues hier hatten. Weil Benachrichtigungscenter. Erneut versuchen, eine volle Synchronisation erreichen. Das ist genau das, was ich angesprochen habe. Das ist diese DNA-Anzeige. Hier ist halt alles in Sequenz unterteilt und hier können wir dann einfach ganz einfach alles auswählen, was wir nochmal spielen wollen. Und Entdeckung sammelbares, okay. Noch nichts gefunden. Ich denke, hier wird es auch wieder so ein Rätsel geben, was es zu lösen gibt, wie in den anderen Teilen zuvor auch, auf die man mit seinem Adlerauge aufmerksam wird. Und ich wollte ja kurz etwas machen. Wir können ja hier ein bisschen Zeit verschwenden schon mal. Genau, so zoomt man. Da ist ein Ausguck. Da würde ich gerne mal hinlaufen. Einfach nur, damit wir ein bisschen klare Sicht über die Karte haben. So. So werden wir auch ein bisschen was hier von der Karte sehen, wie das Ganze aufgebaut ist. Ich meine, viel Unterschied zu den Vorgängerteilen wird es nicht geben, aber hier sowas wie eine Rampe. Und ich glaube... Ja, okay. Aber wie man sieht, man kann ja auf Bäumen agieren. Das habe ich, glaube ich, in einem meiner ersten Teile... Egal, da werden wir schon noch mit zu tun bekommen, denke ich. Wer den Trailer von Assassin's Creed 3 gesehen hat, der weiß das auch. Also werde ich meinen Weg weitergehen. Und da nicht mehr weit. Einfach mal hier hoch. Wie in den ersten Teilen wird man hier nicht einfach fürs Klettern schon getötet, wie es aussieht. Aber das kann sich alles noch ändern. Denn hier wird es auch bestimmt das Steckbriefesystem geben. Und da sind wir wieder. Synchronisieren mit der B-Taste. Und er macht es schon wieder. Was ist der Hafen? Auf jeden Fall werden wir auch vieles mit dem Hafen zu tun bekommen. Da ist so ein Brief auf der Karte. Fragt mich, was das ist. Okay, Mission starten. Das sind wahrscheinlich so Nebenmissionen. Mit denen möchte ich mich beschäftigen in speziellen Parts dieses Let's Plays. Und zwar möchte ich das so machen, dass der Hauptstrang ein Part bekommt und halt so Nebenmissionen wie dieses Brettspiel oder sonst irgendetwas dann einfach unterteilen. Und hier möchte ich gerne noch einen Aussichtspunkt freischalten. Welchen nehmen wir da? Nehmen wir einfach den nächsten. Alles schön nach der Reihe abklappern. Und zack. Der berühmt-berüchtigte Sprung, der noch nie einem Assassinen das Leben gekostet hat. Einmal noch hier gucken. Ich frage mich jetzt, ob das hier so kleine Gruppen sind, in denen man dann untertauchen kann, oder... Weil auf der Karte habe ich da was gesehen. Das soll uns nicht weiter stören. Wir machen uns erstmal auf Kartenentdeckung. Das ist auch etwas, was bald einfach vorbei sein wird. Ich meine, das ist für einen Anfang. Man muss halt die Karte aufdecken. Das ist Assassin's Creed, so wie es ist. Und wir schauen dann einfach mal weiter, was auf uns zukommen wird. Weil diese Kisten und so etwas, das möchte ich auch alles in Nebenparts erledigen. Die man ja immer wieder aufdecken kann. Okay, Mr. Kenway. Und da sind wir wieder. Dann synchronisieren wir mal und zum nächsten nebenan gehe ich auch direkt und diesen Ort werde ich dann wahrscheinlich nutzen, um diesen Part zu beenden. So, schauen wir mal. Ah, zack. Dann geht's hier runter und da, wie wir sehen hier, so, da verbinden sich die Stücke jetzt bald. Aber diesen hier werde ich noch nehmen und dann möchte ich erstmal auch um unsere Hauptmission alles freilegen. Das heißt,
Das heißt, den hier werde ich einnehmen, den hier werde ich noch einnehmen beim nächsten Mal, den und den. Und dann sollten sich hier wahrscheinlich auch noch einige klären. Und wie wir sehen, die Karte ist auch nicht zu klein. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man das ja alles mit dem Pferd oder zu Fuß zurücklegt. In den Vorgängerteilen gab es eine Möglichkeit, schneller zu reisen, wie zum Beispiel durch das Kanalisationssystem in Italien. Von 2 bis Revelations ging das. In Istanbul konnte man das dann auch machen. Fragt mich, ob es so etwas hier geben wird. Wenn ja, würde mich das freuen, wenn die Karte etwas größer ist. Wenn nicht, dann haben wir halt einfach nur etwas mehr zu tun. Und hier geht's auf den nächsten Ausguck. Okay, was ist denn das bitte? Okay. Auch cool. Alles klar. Hier, wie wir sehen, da drüben ist auch Meer oder ein riesengroßer See, keine Ahnung. Auf jeden Fall möchte ich mich mit diesem Sprung hier, der mit einem Effekt wie von einem Fußballball, Mann, ist das ein ekelhaftes Wort, ausgeführt wurde. Und ich würde ganz schlicht und einfach sagen, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, was ihr sehen wollt und was nicht. Und ich werde mich versuchen, daran zu halten. Bis zum nächsten Mal.